So Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Super Mario Maker mit euren Leveln und mit Drake fange ich diesmal an und zwar mit dem Level Yoshis Abenteuer, die 20 Münzen im Super Mario Bros. Style. Da unten habt ihr die Level-ID, 2 haben es geschafft, 31 haben es schon versucht oder vergeigt und ich bin gespannt, denn ich hatte ihn darum gebeten, mal ein Amiibo-Level zu machen mit dem Amiibo, was er auch original besitzt. Und ja, deswegen hat er sich gedacht, ja, warum mache ich nicht eins im Yoshi-Style? Und es soll eine Anlehnung an Yoshi's Island sein, denn wir sollen die Münzen finden und die unsichtbaren, also die in diesen unsichtbaren Blöcken sind, das sind halt so gesehen die roten Münzen, ne? Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. So, hier oben, find the 20 coins. Die 20 Münzen? Ey, Moment mal. Vielleicht sind das ja die 20 Münzen. Vielleicht müssen wir einfach nur eine Röhre finden oder eine Türe und da irgendwie hinkommen. Und wir denken die ganze Zeit im ganzen Level, ey, wo sind diese scheiß Blöcke? Wo sind diese Münzen versteckt? Und in Wahrheit sind das hier die Münzen. Nein, Spaß, als wenn. Als wenn er sich so wenig Mühe gegeben hätte. So. Ich bin eben schon mal in dem Level gewesen, weil ich hatte es schon versucht aufzunehmen. Und zwar möchte ich euch etwas erklären. Irgendwie ist es mir nicht aufgefallen. Ich nehme mal an, ich habe mich eben eine Stunde hingelegt. Ich bin jetzt noch nicht ganz wach, also ich muss erstmal wach werden. Das hier hat mich irritiert. Ich dachte, Mensch, wo sind denn hier die Blöcke? Im Großen und Ganzen wird uns hier in einem kleinen Tutorial gesagt, dass es Blöcke gibt, die sichtbar sind. Also 10 Stück, die sichtbar sind. Und 10 Stück, die unsichtbar sind. Und ja, wo dann halt die Glühbirne erscheint, dieses Symbol, bedeutet so viel wie, ihr habt einen dieser Blöcke gefunden. Ich habe jetzt auch schon hier ein bisschen mal durchgespielt. Von hier an, das ist die erste Münze, sobald ich weiß. Ich warte jetzt auch mal, dass der Hammerbruder jetzt mal hinne macht und hier vielleicht mal die Biege macht. Geh mal schön nach unten. Yoshi, ja genau, danke. So, hier müssen wir aufpassen, hier kommen Piranha-Pflanzen raus. Hier können wir auch nicht rein, das habe ich schon ausprobiert. Ja, ich weiß, hier gibt es auch noch einen Pilz. Ich habe nur den Anfang kurz gespielt. Ich hatte ungefähr 4... Oh, verdammt. Ja, jetzt habe ich 2 Münzen. Das hier, das wechselt sich, glaube ich, soweit ich weiß, immer ab. Man findet eine, die unsichtbar ist und eine, die sichtbar ist. Habe ich so das Gefühl. Wird sich aber noch zeigen in dem Level. So, soweit ich noch weiß, hier war ich auch schon drin. Hier findet ihr eine automatisch, das finde ich auch ganz schön. Das heißt, ein paar findet ihr schon mehr oder weniger per Zufall. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, denn dann braucht man nicht so krass suchen. Schließlich soll das ja auch ein Level sein, was Spaß macht. Und jetzt kein Hardcore-Level, soweit ich weiß. Und ja, das hier war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, es gibt hier auch nur 2 Münzen, hoffe ich jetzt mal. Ich habe aber ein bisschen Angst, denn gleich kommt die Stelle, wo ich verkackt habe. Wo ich mir gedacht habe, okay, ich habe das jetzt auch mit dem Tutorial geschnallt. Dann kann ich euch das jetzt auch zeigen. Oh. Oh, ja, okay, toll. Ich dachte, da ist eine Münze drin und ich bin dann extra nochmal zurückgesprungen. Naja, okay, dann wisst ihr auch Bescheid. Auf so einem fließenden, ja, auf so einer Plattform, die sich bewegt, müsste auch noch irgendwo eins, glaube ich, gewesen sein. Das hier war jetzt, glaube ich, Nummer 5, sobald ich weiß. Kann das sein, dass hier vielleicht noch eine ist, so eine unsichtbare? Ja, oder? Oder nicht? Keine Ahnung. Hier könnte wieder, ja, ein Pilz drin sein. Vielleicht hier drüber? Nee. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Art und Weise, wie er hier angeht. Und zwar, dass man diesmal etwas suchen soll. Boah. Aha, ich wusste es, ich wusste es. Ist das jetzt Nummer 6, ne? Ich glaube schon. Oh nein, oh, das ist fies. Oh, das ist nur ein One-Up, okay. Ja, was heißt nur, ne? In der 100 Mario-Herausforderung wäre das jetzt Gold wert. Ich denke mir mal, hier ist es auch schwer, ein paar Leben aufzutreiben, weil hier gibt es nicht diese Gegner-Gespammerei und so weiter. Das müsste jetzt Nummer 7 sein. Ich kann nicht versprechen, dass ich jetzt alle finde. Ich möchte natürlich noch andere Level von euch zeigen. Und das wäre ja jetzt total Bullshit. Oh, ich habe so ein Gefühl, hier könnte eine sein. Das ging aber ganz knapp an deinem Näschen vorbei. Wow, wir können ja ganz rechts hin. Das ist auch ungewöhnlich. Das habe ich auch noch nie so in der Form gesehen. Moment mal.
Ich habe so ein Gefühl, hier könnte ein Block sein, ein unsichtbarer. Nee. Okay. Habe ich mich vertan. Ist hier vielleicht noch eine Münze? Nee? Oh, toll. Jetzt habe ich den verschwendet. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich da... Ja. Okay. Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich da jetzt rüberspringen soll. Ich wäre definitiv gegen die Wand abgeprallt. Und ich denke mir mal, dass die Röhren so gelegt sind, dass man eigentlich die Münzen nicht verfehlen kann. Und ja. Hier ist zum Beispiel eine... Jetzt ist die Frage, wenn wir da runtergehen, ob wir da nochmal rauskommen oder ob der gute Mann, der gute Drake, so fies war, dass der... Ja, ich weiß nicht. Ah, nee, da unten ist ein Trampolin. Okay. Was? Ah, da, ich wusste es. Ha! Moment mal. Hier sind zwei Stück. Wenn ich Glück habe, waren das die zwei. Oder hier ist ein Gebüsch. Vielleicht hatte das auch so ein bisschen vom Design her gemacht. Das wäre aber auch eine coole Idee gewesen, wenn man das hier so irgendwie dazwischen machen hätte können. Wie auch immer. Aber ich glaube, das wäre dann schon ein bisschen krasse Arbeit, die Gebüsche so zu platzieren und so weiter. Naja, mir gefällt das Level definitiv auf jeden Fall. Das ist auch mal so ein Level, wo ich nicht so durchrunnen will, sondern eher ein bisschen gechillter an die Sache dran gehen möchte. Oder rangehen möchte. Es könnte sein, dass hier vielleicht auch noch... Nee? Was ich cool finde ist, der Sound von Yoshi, wenn er springt, das ist genau derselbe wie bei Yoshi's Island. Oder aus Yoshi's Island. Ich weiß nicht warum, ne? Aber ich glaube nicht, dass hier jetzt zum Beispiel ein so ein versteckter Block ist. Das war knapp. Aber coole Passage, gefällt mir. Nicht schlecht. Und da haben wir die nächste. Das ist die Frage, wo ist denn noch eine? Wow. Kann hier vielleicht einer sein? Könnte ich sogar vielleicht fast drum wetten, aber naja. Ich probiere mal alles aus, ne? Okay. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe mich entschieden und zwar, ich werde die Tage Tombi 2, die meisten gucken ja eh Super Mario Maker, dann kann ich das hier mal raushauen. Oh, die Zeit läuft. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht sterben werde. Ja, dass ich Tombi 2 einfach so zu Ende mache und... Ist hier vielleicht eine? Ich habe keinen Schimmer. Ich werde jetzt mal überall ein bisschen herumschauen. Ja, wie gesagt, dass ich Tombi 2 einfach mal durchspiele, einfach normal und nicht 100%, weil ich das einfach nicht auf die Reihe bekomme. Und ich glaube, dabei bleibe ich dann auch. Auch wenn es mir so leid tut, ich habe es echt versucht. Oh, aber das Projekt muss auch irgendwann beendet werden und... Ja, wie gesagt, ich habe ja momentan nicht so die Zeit. Oh, hier soll ich bestimmt auch nachsuchen. Ja, klar. Wo sollte denn hier einer bitte schön sein? Keine Ahnung. Aber die Zeit rennt mir gerade davon. Ich möchte das Level trotzdem schaffen. Aha, ich wusste es. Was haben wir hier? Noch ein Pilz? Oh, tatsächlich, okay. Ja, Tombi 2, dann Terranigma wird auch beendet. Aber dieses Wochenende nicht. Dafür werde ich dann auch zwei neue Projekte starten. Ich werde Silent Hill Homecoming werde ich auch beenden. Oh, nein! Ja, Gott sei Dank gibt es hier einen Checkpoint. Das heißt, wir können hier wieder durchrushen. Weil ich weiß ja jetzt, wo ungefähr noch was versteckt ist. Und wir haben jetzt auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, wo war ich stehen geblieben? Oh. Dass ich Silent Hill Homecoming dann aufgeben werde. Das liegt aber daran, wegen den Urheberrechtsverletzungen und so weiter. Und das macht dann keinen Spaß. Vielleicht werde ich das Projekt irgendwann nochmal machen. Oh. Weiß aber noch nicht wann, kann es nicht versprechen. Und ich möchte natürlich auch gewissermaßen Qualität auf dem Kanal bieten. Und ich finde das dann total bescheuert, wenn dann so ein Urheberrechtsverletzungsscheiß kommt und man sich dann schwarz ärgert und dann auf einmal keiner mehr Bock auf sowas hat. Kann hier irgendwo vielleicht noch was sein? Wir haben ja jetzt ein bisschen mehr Zeit. Dass ich dann einfach keine Lust darauf habe, aber dafür etwas anderes machen werde. Kann hier etwas sein? Aha, den habe ich eben verbockt. Gott sei Dank, dann habe ich den jetzt wenigstens gefunden. Und dafür würde ich dann vorschlagen, ich mache Eternal Darkness für den GameCube. Ja, das ist heute angekommen, Gott sei Dank. Das spiele ich definitiv blind.
Hab nur davon Gerüchte gehört und Geschichten und so weiter. Und es wird auf jeden Fall super. Das kann ich euch versprechen. Ja, und ich denke mir mal, Luigi's Mansion, den ersten Teil auf GameCube werde ich machen. Ja, sonst erstmal bleibt es beim Alten. Super Mario Maker bleibt definitiv. Oh, aber nicht nur Super Mario Maker, sondern auch Let's Multiplay und die Longplays natürlich nicht zu vergessen. Die, da gibt es ja momentan noch jede Menge Material, was ich da hätte machen können oder machen kann. Es ist die Frage, ist hier ein Block? Ich habe keine Ahnung, ich denke mir mal eher, dass er hier vielleicht irgendwas versteckt hat, oder? Boah, der ganze Part geht schon dabei drauf, nur um hier... Oh Gott. Ah, okay. Gott sei Dank, du hast hoffentlich da rechts keinen irgendwie versteckt. Ihr habt jetzt hoffentlich gezählt, um mir sagen zu können, ob ich die richtige Anzahl an Münzen gesammelt habe. Hier ist eine Münze. Hier ist eine Münze. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich jetzt alle gefunden habe. Könnte hier noch irgendwo was sein? Könnte ich mir sogar vorstellen. Ich gehe das jetzt mal kurz durch und dann haben wir das Level eh geschafft. Es sei denn, er ist so pfiffig und er hat da unten noch eine versteckt. Ich gucke jetzt mal. Wir kriegen... Ist ja scheißegal, ob wir ein Leben kriegen oder nicht. Nö, schade. Okay. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat aber sehr viel Zeit gekostet. Und der unnötige Fail da an der einen Stelle, der tut mir auch leid. Aber okay. Ich hoffe, ich werde jetzt ein bisschen lockerer und ein bisschen wacher. Auf jeden Fall ein Stern. Macht Spaß. Ist auch nicht zu schwer. Und danach zu suchen, ja. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Danke für dein Level, Drake. So, ihr könnt es auch zocken. Da unten ist die Level-ID. Und ich würde sagen, rette das Yoshi-Ei. Ja, ich glaube, ja doch, doch, doch. Das war das. Ganz genau. Ich hatte mal erwähnt, dass einer von euch vielleicht ein Level machen könnte, das irgendwie heißen soll, Catch the Yoshi Eye oder so, oder Catch the Egg oder so. Und nach dieser Idee richtet sich das Ganze. Das hat der gute Drake, soweit ich weiß, ganz gut hinbekommen. Auch wenn es, glaube ich, nur auf einer Ebene ist. Aber das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Ich habe, glaube ich, gesehen gerade, dass es 10 Leute geschafft haben und 66 vergeigt. Wollen wir mal schauen, ob wir das auch hinbekommen. Es ist im New Super Mario Bros. U Style. Und ja, da oben ist das Ei. Ihr seht es schon. Wir müssen es packen. Da ist irgendwas Wichtiges für uns drin. Oh, das war knapp. Wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Oh, und dann noch ein Scrolling-Level. Okay, nicht schlecht. Aber ihr seht, die Mechanik scheint zu funktionieren. Kommt das Ei überhaupt immer mit? Ja, ich denke schon, ne? Oder muss ich das im Auge behalten? Da habe ich keinen Schimmer von. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie verbocke und ja. Aber ich denke mir mal, es wird ein nettes Level sein. Zumindest, wir sind ja ganz schnell eigentlich unterwegs. Ah, okay, doch, das Ei kommt mit. Ja. Aber man kann natürlich noch mehrere Ideen daraus machen. Verdammt. Ja, nee, ist klar, den habe ich nicht mal gesehen, wisst ihr? Dann kommt der einfach. So, das Ei muss ich scheinbar hier kriegen. Komm her. Und da ist der gute Yoshi und wir müssen uns beeilen, sonst verkacken wir. So, ohne den Yoshi, wie ihr sehen könnt, habt ihr hier Probleme. Denn ich glaube, so ohne Yoshi schafft man das hier nicht. Nicht schlecht. Man kann natürlich, glaube ich auch, habe ich öfters bei anderen Leuten online gesehen. Man kann die Level... Also man kann die Eier mit, wie heißt es, mit anderen Gegenständen, glaube ich, füllen. Bin mir aber nicht sicher. Und so kann man das in anderen Level, ja, in Leveln umsetzen, die dann noch ein bisschen spannender sind. Aber ich muss sagen, für ein erstes Rette das Yoshi-Ei-Level fand ich das gar nicht mal so schlecht. Zumindest, man versteht es auch direkt. Man sieht das Ei. Man schwimmt mit und denkt sich, Alter, das Ei brauche ich bestimmt. Irgendwas muss damit sein. Da sind auch nicht allzu viele Sachen, die einen ablenken. Ich auf jeden Fall bin positiv überrascht. Gar nicht mal so schlecht für ein kurzes Level. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ist auch nicht knallhart.
in Sachen schwer, aber ne, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. So, genug Drake. Wir haben jetzt noch andere Leute. Und zwar, wen picken wir jetzt raus? Alex. Alex, was hast du denn noch? Right Way, Right Item. Okay, Galaxy Mario. Das spielen wir. Das spielen wir definitiv. Galaxy Mario. Unten hattet ihr ja die Level-ID gesehen. Ich blende die ja direkt automatisch ein, dass ich es nicht vergesse. Da achte ich immer direkt drauf. Es wäre ja eine Schande, wenn eure Level nicht irgendwie online gezeigt werden. Oh. Okay. Diese Gegner, die verwirren einen, dass sie da irgendwie feststecken, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, was es darstellen soll. Ich denke mir mal einfach so, damit es so die Galaxie so ein bisschen beschreibt. Oh. Die Stelle ist ein bisschen fies, kann das sein? Ja, ich denke schon, dass diese Stelle ein bisschen fies ist. Ach ja, dieses Level. Und dieser Hammerbruder, der mich schon wieder getroffen hat. Das kann doch nicht sein. Aber ich finde auch, diese Dinger und dann hier dieser Untergrund, das erinnert irgendwie an so eine Weltraumstation oder irgendwelche Satelliten und so. Also da kann man wirklich so eine Art Galaxy-Level kann man wirklich kreieren mit. Das finde ich definitiv auch. Und hier, die Stelle ist so fies. Ey, wie soll man da rüberkommen? Ja, ich weiß, am Anfang hat der gute Mr. Aura Jumper hat er einen Pilz bekommen, aber das habe ich ja irgendwie verbockt. Fragt mich nicht wieso, oder weiß der Geier warum? Alter, das war knapp. Nein, und dann verbocke ich das an der Stelle. Da habe ich das tatsächlich an dieser Stelle verbockt. Wow, diesmal bin ich durchgekommen. Gott sei Dank. Ach, du scheiß Hammer, Bruder, verpiss dich. Hau ab, los, spring runter. Ich will nicht getroffen werden und den Pilz bekommen. Ja, nee, ist klar. Jetzt willst du uns auf Trab halten, ne? Ich merke das schon. Boah. Wenn du jetzt hochspringst, Alter, ne? Dann tötest du dich selber. Also, komm, tu uns den Gefallen. Endlich. Ja, nee, ist klar. Das war ja klar. Naja. Momentan ist das Level, ja, was soll ich sagen? Eigentlich auf Schwierigkeitsstufe normal. Nur ich habe jetzt mich wirklich dumm angestellt. Wie soll ich jetzt da... Oh. Ja, das ist fies. Ich glaube, ich werde sterben. Aber ich versuch's. Oh. Jetzt hat's geklappt, ne? Aber nur jetzt. Da, Gott sei Dank, ein Checkpoint. Danke, Alex. Danke. Danke für diesen Checkpoint. So. Und du, Kleiner, du haust... Wow. Daran habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ey, das ist fies. Ich mag den nicht. Hau ab. Los, weg mit dir. Es war schon genug Provokation, dass du mich getroffen hast. Okay, jetzt müssen wir hier entlang. Woo. Es war knapp. Los, hau ab. Ich habe keine Ahnung, ob das Ding noch aktiviert sein muss. Oh, wir bekommen freundlicherweise eine Feuerblume. Kann das sein, dass es jetzt schwer wird? So richtig schwer, so richtig gemein, schwer, fies und ekelhaft und... Nee. Moment mal. Wäre das eine Abkürzung gewesen, hätte ich mich nicht um die Feuerblume gekümmert. War das eine Ablenkung? Oh nein. Oder gibt es hier noch ein Piece? Ah, okay. Okay, ich habe nichts gesagt. Kann man den eigentlich töten? Nein, konnte man nicht. So, ich versuche es jetzt nochmal aufs Neue. Auch wenn ich vielleicht... Oh, knapp. Ich wollte einfach die Feuerblume nicht verlieren. Oh, hey. Ja, ich hätte auch oben rumgehen können, ich weiß. Hä? Ist das so beabsichtigt? Ich habe keine Ahnung. Wisst ihr was, Leute? Ich könnte ja mal gucken, als ob ich da nicht vielleicht rüberkomme, oder? Ich versuch's einfach mal. Ich habe so ein Gefühl, das ist sogar vielleicht machbar. Alter, nee, ich glaube doch nicht. Wobei, wer weiß. Nicht umsonst heißt es Galaxy. Vielleicht soll man hier irgendwie durchkommen und das ist ja das All. Genau, das sollen die Sterne darstellen. Ich bin so blöd, ne?
Ich habe das jetzt erst erkannt, dass es die Sterne darstellen soll. Wie gesagt, ich bin noch nicht ganz wach. Bei mir dauert es immer so lange. Und ich bin nicht so der Kaffeetrinker, ich bin eher so Energy Drink. Aber, ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das dauert dann immer ein bisschen bei mir. So, weg mit dir. Ich will das Level jetzt auch noch schaffen. Ich frage mich trotzdem, warum ist da nur eine Münze drin? Keine Ahnung. Oder war das gerade ein Fehler? Manchmal gibt es ja auch diese Fehler-Bugs oder so. Ah, ich kann den nicht leiden. Los, hau ab. Zieh Leine. Nein, ich wusste es. Können wir es so schaffen? Ich versuch's. Ich versuch's. Okay, es geht auch so. Aber das war jetzt ein unnötiger Treffer. Und ich springe jetzt nicht, damit ich nochmal da oben lande. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das ihre Absicht war. Keine Ahnung. Hä? Soll ich da durchkommen oder was? Oder muss ich hier... muss ich da links rüber? Hat man deswegen die Feuerblume bekommen? Ich versuche es jetzt mal. Oh nein. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ja, Leute, wie es aussieht, wird das ein richtiger Part, der für ein Arsch ist. So mehr oder weniger. Also, was heißt für ein Arsch? Zwei Level haben wir gemeistert. Das eine hat halt ein bisschen länger gebraucht. Und dieses Level irgendwie... ja, keine Ahnung. Das regt mich jetzt schon auf. Schon allein mit dem Gedanken, dass ich keine Ahnung habe, wohin. Vielleicht bin ich auch einfach gerade zu blöd, um das zu schnallen, weil ich nicht richtig wach bin. Ah... Mann, dann werde ich auch noch da getroffen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Okay, nur weil ich mich beeilen wollte. Aber mir war wichtig, dass jetzt diese scheiß Münzen verschwinden. So, und da soll ich jetzt rüber? Oder gibt es hier noch irgendwas? Hä, wie soll ich denn da runterkommen? Muss ich dann auf diese... ja, ich glaube schon. Ach so, da war noch eine andere Ebene. Und dann noch eine Feuerblume. Oh, Mann. Mann, oh Mann. Da muss ich mich einfach mehr trauen. Oh nein. Sag nicht, ich brauche den Cooper. Ah, okay, der spawnt so oder so immer wieder. Okay, nicht schlecht. Und dann mit der Feuerblume ist das machbar. Alter, jetzt kommt ihr die ganze Zeit, ne? Ihr wollt mir jetzt auf den Sack gehen. Nein, nein, was habe ich getan? Ich habe zu viel Speed gegeben. Nein, nicht nochmal. Nein, lieber nicht. Ah, ja, den hatten wir eben schon gesehen. Oh, ein Fragezeichenblock. Ich frage mich, was da rauskommt. Ich denke mir mal ein One-Up, oder? Aber ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Ich hau einfach ab, hau rein. Was? Das Level ist zu Ende? Und ich habe mich so dämlich angestellt. Oh Mann, wie peinlich. Wie peinlich. Na egal, dafür wird der nächste Part besser. War ein schönes Level. Ich war auf jeden Fall gut bedient damit. Kann auch sein, dass ich noch nicht ganz wach bin. Auf jeden Fall Galaxy Mario. Ja. Die Sterne waren zum Greifen nah, könnte man beziehungsweise zu diesem Level sagen. Und wenn man sich jetzt gerade das Thumbnail oben anschaut, sind es wirklich sehr viele Sterne. Oh Gott, oh Gott. Danke für dieses Level. Was für ein Level suche ich mir denn jetzt noch aus? Ich denke mir mal von Falke. Ja komm, von Falke. Von dir nehmen wir noch ein Level Vorgarten. Oder... ich weiß nicht. Ich glaube, ich nehme den Vorgarten. Wir probieren ihn mal aus. Doch, Super Mario World Style muss in diesem Part noch rein. Ich mache den sowieso 30 bis 35 Minuten, weil ich sowieso ein bisschen gefailt habe und... ja, keine Ahnung. Naja, ihr wisst auf jeden Fall Bescheid, was jetzt so die neuen Projekte betrifft. Es tut mir echt leid, jetzt kann ich auch ein bisschen gechillter reden. Ich glaube, das Level ist jetzt nicht so extrem, hoffe ich mal. Oder auch nicht. Ja, es fängt schon mal gut an. Ja, Tombi 2, wie gesagt, werde ich doch nicht zu 100% schaffen können. Normalerweise sind es eigentlich 100%, die ihr so gesehen quasi fast sehen könnt. Oder, ja, es ist eine Anleitung zu 100%, aber 100% werden da nicht ganz geschafft. Kann man das so beschreiben? Ich glaube schon.
Naja, auf jeden Fall werde ich das dann abschließen. Das heißt, ihr werdet endlich den Endboss sehen und so weiter. Was man da machen muss. Und dann habe ich das endlich abgeschlossen. Auch wenn es mir sehr leid tut. Vielleicht werde ich es irgendwann mal nochmal neu let's playen. Werde ich mal gucken müssen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier überlebe oder nicht. Boah. Okay, wir können da rein. Ach ja. Ich kann euch aber was zu Eternal Darkness. Oh, was rede ich da? Eternal Darkness, kann ich euch was erzählen? War, Leute, muss ich... Nein, ne? Ich hätte... Oh, nein, bitte nicht. Okay, es geht noch so. Gott sei Dank. Ja, Eternal Darkness ist ein Horrorspiel. Es dreht sich darum, dass da kranke Sachen passieren. Ich kann euch ein Beispiel geben. Zum Beispiel, ihr habt da so ein, so ein Pegel. Dieser Pegel schlägt aus und dann passiert irgendwas Krankes. Zum Beispiel, euch wird angezeigt, hier, die Memory Card wird gerade gelöscht oder der Spielstand ist gelöscht worden. Dabei ist das nicht. Und dann geht auch mal der Bildschirm ganz plötzlich aus. Ist also so, als wenn ihr gerade den Fernseher ausgeschaltet hättet. Und so weiter und so fort. Ich weiß nicht genau, was da noch alles drin passiert. Soll auf jeden Fall ein Geheimtipp sein von gewissen anderen Spielern oder Gamern. Und ich habe mir gedacht, das fehlt dir in deiner Sammlung. Ist heute angekommen, wie ich es schon erwähnt habe. Und das wird dann halt auch Let's Played. Habe ich mir gedacht, komm, wenn ich Terranigma durchhabe, kann ich das dann ja nehmen. Ich mache ja sowieso die Longplays, das heißt für die Leute, die unbedingt Super Nintendo Spiele haben wollen, die bekommen durch die Longplays die Möglichkeit dann Super Nintendo Spiele zu sehen. Und das auch noch direkt komplett an einem Stück. Ja, okay, nicht 100%, ne? Aber ihr wisst Bescheid. Das Level... ja, das ist der Vorgarten, ne? Ich weiß jetzt nicht. Ich fand's okay. Ja, es reicht gerade noch für einen Stern. Es war wirklich knapp mit dem Stern. Ich fand's jetzt nicht extrem gut. Es war ein Vorgarten. War aber auch nicht schlecht. Sagen wir es mal so, ich bin ja durch die Röhre gegangen. Hab nicht alles abgesucht. Wobei, ja, da kam ich auch, glaube ich, so nicht hoch. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es mir ja in die Kommis schreiben, wenn ihr das Level ausprobiert. Möchte ich gerne mal von euch erfahren oder wissen. Und was für ein Level könnte ich denn jetzt noch machen? Hat sie denn hier neue Level? Nee, Crazy Swim Surprise, das hatten wir mal gespielt. Das werde ich jetzt nicht machen. Und Moody's Castle erst recht nicht. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Das ist wirklich anstrengend und dauert was. Tut mir leid. Der gute Chewie, was hast du denn noch? Hast du noch so kleine Level, die ganz schnell gehen? 3D World 1 bis 1 und 2 Remake for Kati. Okay. Hört sich gut an. Sieht auch nicht unbedingt lang aus. Warum nicht? Ist interessant. Schauen wir mal rein. Wie gesagt, 35 Minuten möchte ich den Part ungefähr halten. Wird sich dann zeigen. Und das hier sollen diese Glocken, Glockenbäume sein, genau. Hier müsste etwas sein, oder? Warum ist hier diese Münze? Oder bin ich jetzt blöd? Hat er die aus Versehen gesetzt? Ich habe keinen Schimmer. Sowas passiert ja manchmal, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Gibt es hier vielleicht irgendwo einen Pilz? Oder gibt es hier vielleicht Katzen, Mario? Aha. Es gibt Katzen-Peach. Okay, da unten war ein Weg. Ich glaube, den gehe ich auch mal. Wenn dieser Goomba hier mal verschwindet oder die Goombas. Haut rein. Ach, ich bin so blöd. Ja, ich bin wirklich blöd. Man hat es doch gerade gesehen, dass man da nicht durch konnte durch diese Art und Weise. Und ja, aber es sieht aus, als ob es hier so gewisse Secrets gibt oder Geheimgänge oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall interessant. Mal gucken, gibt es hier was versteckt? Einen geheimen Block oder so ähnlich? Nee, scheinbar nicht. Schade. Aber ich muss sagen, dadurch, dass man jetzt dieses Kostüm hat, ist ja die Möglichkeit, so ein Level zu machen. Also es ergibt sich natürlich direkt, ne? Finde ich auch cool. Ich fand dieses Spiel Super Mario 3D World sehr cool. Also ich habe es gerne gespielt. Es war auch sehr krass, also sehr schwer. Hatte eine gute Grafik und...
Auch wenn es nicht immer auf die Grafik ankommt, aber ich war... Also da hat die Wii U auf jeden Fall gezeigt, wie Mario auch in HD aussehen kann. Und deswegen habe ich das schon gefeiert. Oh, es gibt hier sogar einen Checkpoint. Dabei ist er eigentlich, finde ich, jetzt hier unnötig, aber okay. Ach ja, wer kennt das Level nicht, wo es immer höher geht und es dann hier diese Bäume gibt. Oh, sogar den Megapilz. Wow. Und jetzt muss ich ja rüberspringen, als wenn. Aber was ich cool finde ist, es gibt ja jetzt das eine Kostüm und zwar das Froschkostüm aus Super Mario Bros. 3. Ich habe dieses Kostüm gehasst damals, aber nur, wenn man halt an Land gesprungen ist. Weil es war dann wirklich extrem schwer. Oh. Ah, das ist auch... Das ist gar nicht mal so schlecht. Man muss aufpassen, sonst landet man auf den Stacheln. Das finde ich eine nette Idee. Oh, toll. Aber hier hätte man sich sowieso treffen müssen. Naja, jetzt habe ich den Faden verloren. Verdammt. Ja, ihr merkt, ich bin echt noch nicht wach. Ja, ich finde das cool, dass man dieses Kostüm hier hat. Ich habe auch in meiner App, die ich benutze, gelesen, wo ich dann so Informationen bekomme, dass eventuell noch niemand weiß, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, das Kostüm, ob man dann die Möglichkeit hat, wie nennt man das? Damit Fähigkeiten zu haben, quasi an Land oder im Wasser, weil am Land konnte man weiter springen, hat zwar aber ein beschissenes Tempo drauf gehabt, aber wenn man im Wasser war, konnte man ganz gut schwimmen. Das fand ich ganz cool. So waren die Wasserlevel ein bisschen angenehmer. Aber sonst, ja. Ihr könnt es mir mal in die Kommis schreiben. Würde mich interessieren. Ich will es, glaube ich, auch mal in irgendein Level einbauen, weil ich mochte das Kostüm irgendwie. Es hat irgendwas. Und ich fand es auch schade, dass es das irgendwie nicht hier gibt. Daran hatte ich nämlich auch gedacht. Ich dachte so, boah, Mensch. Wenn es das hier nur geben würde... Ja, und jetzt gibt's das als Amiibo-Pilz. Finde ich sehr, sehr nett. Okay. Na, ihr Wolken. Ich mag irgendwie diese Wolken, keine Ahnung. Auch an diesen Schienen. Ich habe aber gerade ein bisschen Panik bekommen. Ich war mir nicht sicher, werde ich jetzt sterben oder nicht. Das hier soll, glaube ich, auf jeden Fall die 2D-Passage darstellen, wenn man im Untergrund ist. Aus Super Mario World... Ach, 3D World, meine ich. Oh, was haben wir denn hier? Habe ich direkt den Jackpot gefunden oder werde ich jetzt sterben? Okay, man musste also... Ja, man musste nicht unbedingt, aber... Man kann. Man kann, Leute, man kann. Oh nein. Jetzt sagt mir nicht... Ist das euer Ernst? Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Ich habe den... Alter. Oder schafft man es von hier direkt ganz nach oben? Muss ja wohl, oder? Das wäre sonst... Alter, nein, ich brauchte den Stern. Okay, das mit dem Checkpoint, das nehme ich zurück. Wir brauchen den Checkpoint scheinbar. Oder beziehungsweise ich brauche den Checkpoint. Ha, ich habe eine Abkürzung genommen. Aber, naja, ob das sich wirklich bewähren wird, werden wir jetzt sehen. Zumindest... Ist dieser Weg trotzdem noch ganz einfach? Nein, was sage ich da? Ganz einfach? Naja. Meine Güte. Heute ist wirklich nicht mein Tag. Oder mein Part. Ja. Ironie des Schicksals. Pilz, komm zu Papi. Ich möchte jetzt unbedingt die Sterne nochmal bekommen und dann da durchrushen. Ich will diese Goombas umnieten. Ich denke mir mal, dass wir das Level noch in diesem Part schaffen und... Ja, dann hätten wir auch die 35 Minuten locker voll bekommen. So, okay. Wir wollen ganz nach oben. Ja, wir wollen ganz nach oben. So. Okay. Ich meine, hier kam nichts Asoziales außer diese Stacheln. Nein. Nein. Ich will unbedingt die Sterne. Verdammt. Ah, okay. Scheiß auf die Sterne. Wer braucht die schon? Ich bin jetzt Feuer Mario. Oder Feuerblumen Mario. Keine Ahnung. Los, so jetzt. Jetzt habt ihr keine Chance.
Ja, jetzt kann ich auf euch draufspringen. So, wie ihr es seit all den Jahren gewohnt seid. Immer von oben drauf. Und wir haben wieder Katzen-Peach. Ich denke mir mal, er mochte Peach mehr als Mario, keine Ahnung. Oder er findet, Mario sieht bescheuert aus, keine Ahnung. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oh Mann. Ich bin froh, wenn dieser Part vorbei ist, Leute. Und da unten ist Kati. Ja. Gelobt sei Kati. Und dieses Level war vom Design her sehr schön. Hatte mich auch ein bisschen daran erinnert. Warum nicht, ne? Auf jeden Fall, vielen Dank, Chewie. Ich hoffe, im nächsten Part werde ich nicht so extrem failen und ich bin dann auch etwas redegewandter. Tut mir leid. Ja, ich kann euch noch mal kurz was zeigen und zwar Bosses and Enemies Rush. Das ist die neue Level-ID. Ich habe es jetzt endlich geschafft. Es gibt Checkpoints und zwei Leute haben es schon geschafft. Und ja, die haben sich gewundert, was für ein Level das ist und sie haben sich bestimmt gefragt, wie hat er das nur geschafft ohne Checkpoints? Weil man muss es ja vorher nochmal ohne Checkpoints durchspielen, ne? Ihr wisst Bescheid. Aber okay, dann wisst ihr schon mal, dieses Level ist jetzt schon ein bisschen machbarer als vorher. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter und kommentiert, was das Zeug hält. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Haut rein, macht's gut und schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Jump'n'Run Time!